Uwe eigentlich von mir eine Anzeige kriegen? Sag mal, Kimchi? Kriegt man da nicht von Salmonellen oder so, sagt man das? Das ist eine Rumkugel, weil sie rumgekugelt ist. Und dann erfrischt und dann dieser Ananassaft, der dann zerläuft. Ich guck mal die Pfütze hier. Was geht ab, Wing Family? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Steven probiert heute mal eine ganz besondere Special-Folge. Denn ich bin ja ab sofort im Team Smilodogs. Und ich dachte mir, heute bestimmt alle Smilodogs-Mitarbeiter beziehungsweise alle Smilodogs-Athleten mein Essen. Ich habe jetzt den ersten Athleten hier. Ihr werdet euch bestimmt wundern, wer das ist. Oder vielleicht auch nicht. Waren wir hier? Ich bin's, was geht ab? Oscar? Ich bin auch im Team Smilodog. Oscar? Mit Steven zusammen, Digga. Und wir bestimmen heute sein Frühstück. Wir haben hier beide jetzt schon mal unsere schönen Smilodog-Sachen an. Stehen hier gerade vor einem Bäcker. Soll ich es jetzt schon sagen oder sollen wir reingehen, holen und dann zeigen? Beides ist schlimm. Ah, nee, ich weiß jetzt schon. Egal. Okay, ich weiß. Soll ich sagen? Also, du kriegst erstmal, so wie ich gerne trinke, ein Cappuccino. Ja? Der muss sein, um schön wach zu werden, damit das Video noch interessanter wird. Ich bin wach. Und dann bekommst du eine schöne, dicke, fette Rumkugel. Was ist das? Was ist denn Rum? Damit du ein bisschen beschwipst wirst und das Video so locker auf den wird. Aber Rum ist Alkohol. Ja. Also du wirst schon nicht besoffen, aber so ein bisschen gut drauf. Dann holen wir uns jetzt eine Rumkugel und ein Cappuccino? Ja. Du sagtest den Cappuccino so wie du ihn magst, aber wie magst du ihn dann eigentlich? Mit Flavor Bomb. Aber egal, nimm Zucker einfach ein bisschen. Einfach Zucker, aber hat er gerade hier schon reingekippt. Ja. Danke, ich küsse doch dein Herz mit Zucker. Dann nehmen wir den jetzt mit, ne? So, meine lieben Freunde, ich habe hier jetzt ein Cappuccino. Feier ich gar nicht, aber wegen dem Typen hier muss ich Cappuccino nehmen. Muss ich das jetzt schon probieren? Ja. Und wir können direkt umdrehen. Denn ich habe hier so einen wunderschönen Stand gesehen, wo es Part 2 deines Frühstücks wow. gibt. Und zwar holen wir uns schön beim türkischen Stand Brot mit Dip. Der ist nicht Türke. Oder Grieche. Das ist auch kein Grieche. Hashimi. Das ist Afghane, glaube ich. Okay, aber er hat Dips so. Südländische Spezialitäten. Südländische, können wir mal kurz zeigen. Hier gibt es so Dips, Oliven, Peperoni, Brot, so. So. Ich will. Sesamringe und dann kannst du schön dippen und morgens direkt eine Knoblauchpfanne kriegen. Beste einfach Kaffee, Rumkugel, Koffein, Alkohol und Knoblauch. So mehr braucht man morgens. Zum Morgen ist es das Beste. Ich weiß gar nicht, warum ich Oscar als erstes genommen habe. Dieses Video ist einfach nicht gut. Oh Mann. Ja, dann such mir mal was Schönes hier aus. Wie aufmerksam bist du bitte gewesen, dass du diesen Laden hier gesehen hast? Als wir zum Cappuccino gegangen sind, habe ich schon mit einem Auge drauf geworfen. Okay. So, wir hätten gerne einen Sesamring, bitte. Das war's noch nicht. Oh, Sesamring ist schon gut. Das wäre schon, dieses können wir aufmachen. Mit Mango-Dip. Ey, kannst du jeden Dip nehmen, einen Mango-Dip. Tzatziki, Knoblauch, irgendwas, einen Mango-Dip. Ja, so einen reicht. Genau. Und dann nochmal ein kleines Schälchen mit Oliven und Peperonis, bitte. Grüne. Die Sie lecker finden, Sie uns empfehlen oder vielleicht auch mischen. Mit Knoblauch. Das muss er probieren. Danke, Bruder, du hast mich hochgenommen, Alter. In sein Essen. Olive mit Knoblauch probieren. Oh. Ja. Kann man Peperoni dazu nehmen oder ist das anderer Preis? So Hälfte, Hälfte, ne? Ja. Lecker, 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 lecker. Ich weiß echt nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, Oscar zu fragen, was ich esse. Anstatt er mir so einen Gemüsestand hier gönnt, hier mit Orange, Papaya oder so, gönnt er mir so einen. Du weißt ja, ich bin auch YouTuber, ich versuche das Video unterhaltsam zu machen und ich glaube, sowas gab es noch nie in irgendein jemand bestimmt Video. Wow. Premiere. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich das zum ersten Mal essen darf. Und dann noch Cappuccino. Bei der Olive hast du schon gut durchgehalten. Boah, Alter, was soll ich machen? Das ist dieses, er steht vor dir, er schmeckt sehr gut, ne? Er probiert. Richtig lecker. Ich habe jetzt auch noch so eine richtige Knoblauchfahne. Weil ihr wartet gleich mein ganzes Essen auf mich. Probiere ich gleich. Und dann drehen wir das nächste Fahrschulvideo. Sie ist auch schon am Start hier. Auch Cappuccino. Und dann lassen wir Oscar mal durchfallen, ne? Fahrschul-Account abonnieren. Nicht vergessen. Oh nein, warum habe ich jetzt so gemacht? Jetzt willst du dich bestimmt rächen. Jetzt mich durchfallen. Jetzt rächen wir uns dafür. Ja. Easy, bitte die schwierigsten Strecken, die es gibt. Danke. Wie heißt das nochmal, Bro? Das ist eine Rumkugel. Eine Rumkugel? Ist da also Rum drin, ne? Nee, das ist, weil sie rumgekugelt ist. Also mach dir keine Sorgen, da ist nix. Du weißt schon, dass wir gleich Auto fahren und Alkohol im Straßenverkehr ist nicht gut. Probier einfach. Ist das Schokolade auch, oder? Weiß nicht. Kuchenreste, sagt Lisi. Schmeckt nicht so gut. Doch.
Warum? Wie schmeckt das denn? Kannst du es beschreiben? Ein bisschen matschig, ne? Das ist ja das Ding. Das ist hoher Teig, glaube ich. Das schmeckt richtig matschig. Also, guck mal. Nee, nicht dein Ding. Also wird der immer matschiger im Mund. Er findet lecker? Er feiert, er hat abgebissen. Boah, richtig matt, lustig, schleimig. Nee, die ist geil, Mann. Mal als Kind so gegessen, getan, als wäre man besoffen. Boah, jetzt schmecke ich ein bisschen den Alkohol, aber darauf gebe ich mir erstmal eine Rum-Pepperoni. Ich weiß ganz genau, dass ich das nicht mag. Du magst eh nichts. Also bei dir ist... Ich habe hier jetzt mein Simit. Das kommt in einen Mango-Dip. Er hat Mango-Dip für 9 Tage mitgegeben. Guck mal, wie viel Mango-Dip habe ich nicht easy gefunden. Guckt euch mal das an, das ist der Mango-Dip. Der ist echt dickflüssig, bin ich ganz ehrlich. Aber der schmeckt gut. Ja, boah. Mango heißt nicht pure Mango. Brot, sondern die machen auch Frischkäse. Der ist gut. Ja, genau, so Mango-Extrakt, Bock, der, oder? Der ist gut. Der ist sehr, sehr gut. Toll, ich habe alles probiert und ne, wir steigen jetzt ein. Nee, es geht weiter hier. Ich hab doch schon. Aber nicht alles, was da drin ist. Wie fest sind deine Verschlüsse, ey? Einfach rein, ich rede nicht lange. Ich würde sagen, ich dachte, du magst scharf, so Pepperoni. Scharf? Nee, einfach nicht. Genüsslich für mich. Nee? Wie will man mich so leiden sehen wie du? Schön knackig oder crunchy. Boah, erste Mahlzeit auf jeden Fall grausam gewesen. Bin ehrlich, Freunde, Oscar hat mir so gar nicht gegönnt, aber ich oder wir gönnen euch. Weil gibt's bei Smilodogs 30% Willkommensrabatt. Ihr könnt euch also die Klamotten von Smilodogs auch gönnen. Oscar hat natürlich keine Hose an. Was ist los? Ja, Jeans, weil wir sind hier öffentlich unterwegs. Mann! Zusätzlich gibt es zu den 30% noch 2 Artikel gratis. Ab einem Mindestbestellwert von 90 Euro. Deswegen gönnt euch. Wir machen jetzt die Prüfung mit Oscar, die sie schon fleißig ermessen. Let's go. Freunde, wir sind jetzt im Smilodogs Gym angekommen. Fitnessquartier, einer der Jungs wartet schon. Armand ist, glaube ich. Oh, ja, auch. Oh. Ich mit Kamera. Genau. Schaut es euch mal an hier. Aber Bruder, ich muss dich was fragen. Ich hab richtig Hunger, Digga. Kannst du mir sagen, was ich später essen soll? Ach, bitte, lauf nicht weg. Ich hab so. Guck mal, er hat heute Morgen was gesagt. Ich sag irgendwas. Guck mal, das Problem ist, die kennen mich nicht und die wissen halt nicht, was ich mag, ja, und was ich esse. Keine Ahnung, ja, und ich lasse es auch dabei. Ich darf nicht sagen. Was hältst du von Bowl? Ich finde das eine gute Idee. Ich muss eine Bowl. Ja, ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock auf eine Bowl, bin ich ehrlich, aber. Ja, ich würde sagen, wir trainieren jetzt und dann gibt es später eine Bowl. Freunde, Essen ist da und Armani hat, ich sag jetzt immer Armani, einfacher für mich, es schmeichelt. Armani hat mir Essen bestellt, jetzt die Frage, was du mir gegönnt hast. Die kennen mich noch nicht, die Jungs, deswegen haben die einfach irgendwas bestellt und das macht mich umso gespannter. Ja, einfach irgendwas, was jeder mag. Echt? Traum mir, das ist geil. Das bestelle ich jedes Mal, wenn ich hier bin. Das Ding ist, das ist doch ohne irgendwas, oder? Wie ohne irgendwas? Also mit Soße und so? Ja. Natürlich. Oh, warte, was ist das? Surf and Turf Bowl. Da ist Rindfleisch, da ist Lachs, Reis, sag mal zu Kimchi. Kennst du Kimchi? Wie? Kimchi? Wer ist das? Mein Bruder. Kimchi, das ist so eingelegter Kohl mäßig. Koreanischer Kohl. Richtig geil. Okay, und ist das rohes Rindfleisch? Ich glaube, es sieht roh aus, ne? Es ist roh. Ich glaube schon. Weißt du überhaupt, was du mir bestellt hast? Ja, ich hab das gleiche. Ich versprochen, das schmeckt richtig geil. Also Oscar hat das auch. Er hat mir jetzt dieses Essen hier bestellt. Ich bin leicht nervös, aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Aber ich esse es zum ersten Mal. Kriegst du ihn in einer Bowl?
Schaum jetzt. Aber wie isst man einen Bo? Isst man alles zusammen? Mixt man oder so? Ich mix das immer so. Okay. Da ist rohes Fleisch drin. Also heute, der heutige Tag, damit hätte er, glaube ich, gar nicht gerechnet. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Rohes Fleisch kriegt man da nicht von Salmonellen oder so, sagt man das? Ich glaube, das ist so medium rare, Digga. Digi, wenn das medium rare ist, dann bin ich auch nicht Zartbitterschokolade. Dann bin ich weiße Schokolade. Wie sagen wir, well done oder so? Das ist gar nichts. Nee, well done ist toll. Das ist rare, raw. Ja, roh. Ja. Aber Roastbeef ist auch roh. Ey, ja, genau. Nein, guck mal. Die haben das wirklich versucht. Doch, das geht. Die haben das wirklich versucht. Siehst du das? Das heißt, die haben ganz kurz so 2 Sekunden oder so. Was ich an dieser Bowl mag, muss ich sagen, die ist matschig so. Also die ist nicht trocken. Und ich mag trockene Sachen nicht. Deswegen bin ich umso gespannter, ob du meinen Geschmack triffst, obwohl du mich nicht kennst. Das ist das Schwierigste, was es auf der Welt gibt. Kaltes Essen? Das Problem bei Röstzwiebeln ist, immer wenn ich Röstzwiebeln esse, denke ich automatisch an Hotdog. Und was ist das? Edamame. Probier mal Kimchi. Sojabohnen. Wo ist Kimchi? Kohlmäßige. Das hier? Das ist Kimchi, Freunde. Das ist wohl Knoblauch, aber ne? Das steht in Knoblauch eingelegt. Das ist gut. Ja? Kimchi ist gut. Das Einzige, was ich vielleicht, ist nicht so das Edamame, weil das ist in so Joghurtsoße oder so. Ich glaube, das ist Mayo, Wasabi-Mayo. Naja. Hast du schon rohes Fleisch gegessen und Lachs? Wo ist hier Lachs? Hast du irgendwo Lachs gesehen? Natürlich. Oh! Ich dachte, das wären Tomaten. This is Lachs. Nehmen wir mal den Lachs. Kurz übersetzt für die Engländer. This is Lachs. Lachs, Nacki. Auch Salz zu Lachs. Und ich probiere mal rohes Fleisch. Lachs ist Lager. Bester Mann hat hier direkt Salz fließen lassen, aber ich habe noch nie so gelbes Salz gesehen wie dieses hier. Ich schwöre, ich habe nicht auch, als ich das gesehen habe. Das ist ja schon kein Salz mehr. Doch. Salz? Ja. Ich dachte kurz Zucker oder so. Die Bowl ist gut. Die kriegt von mir so, ich bin eigentlich nicht der Bowl-Typ, aber deine Bowl kriegt von mir so 7,5 von 10. Kann man auf jeden Fall essen, wenn man hier ist. Wenn ich das hier bin, macht mich happy. Dann hole ich diese Bowl. Gibt es zusätzlich noch Besuch? Das Session, man kennt ihn. Booster geht nichts mehr. Booster muss rein. Uwe auch am Stadtpräsident. Was geht? Ich hab heute schon, Digga. Rücken für die Mücken, verschießt du denn? So, meine lieben Freunde, die Smilodogs-Mitarbeiter bestimmen ja mein Essen. Aber jetzt geht's erstmal zu Head of Smilodogs. Uwe, moin. Wir kennen uns ja noch nicht so genau, ne? Ja, so ein Beten, ne? So ein Stückchen. So ein bisschen. Ja, genau. Und ich war so der Meinung, du müsstest mir mal sagen, was ich heute Abend snacken darf oder essen darf. Egal ob bestellen, ob ich hinfahren muss, egal ob es dein Lieblingsessen ist, egal was. Also entweder Hawaii-Pizza. Ich nehme Hawaii-Pizza. Hawaii-Pizza ist richtig geil. Schön mit Ananas oben drauf, bisschen Schinken und dieser Käse. Und vor allem ganz wichtig ist der Käse im Rand, der dann rausläuft. Nicht. Und Knoblauch. Aber wie kann man Hawaii-Pizza? Das ist geil, das ist Bombe. Ananas auf Pizza? Ja, natürlich. Das ist so heiß und dann erfrischend und dann dieser Ananassaft, der drin zerläuft. Diese Kombo kalt, heiß, weißt du? Eigentlich weiß ich genau nicht. Genau das ist es. Oh, okay. Ja, geil. Ich muss so Ananas-Pizza essen, ne? Ich hab's noch nie gegessen. Und ja, siehst du, ey, und vielleicht kommen dann alle Vorurteile, gehen dann weg und du sagst dir, das Ding, Ananas-Pizza, beziehungsweise Hawaii-Pizza, mein, ja. Das kann sein. Der Change, der Twist kann kommen. Kommt nicht. Doch, ich bin ganz ehrlich, ich bin gespannt, wie Ananas-Pizza schmeckt. Ich freue mich schon aufs Essen. Ich freue mich ganz bestimmt nicht. So, Freunde, Uwe hat gegönnt, wenn man es so nennen will. Ich weiß noch nicht, ob ich es gegönnt nenne, denn ich habe hier eine Pizza von... Smileys, echt? Weil sicher? Smileys und Smilodogs. Smileys und Smilodogs, beides mit S. Was gibt's denn? Nee. Ja, jawohl. Hallo. Hallo. Hä, warum? Uwe Ananas. Eine Pizza Hawaii mir gegönnt. Wie kann man nur Pizza Hawaii essen? Das Ding ist, sie sieht aber trotzdem eigentlich deli aus. Aber ich finde, sie sieht nicht. Also, ich weiß nicht, ob diese Pizza mich anspricht. Ich finde, Ananas gehört einfach nicht auf eine Pizza. Weil warme Ananas, was spoilerst du? Warum spoilerst du? Danke, Uwe. Schon mal dafür. Ne? Freut mich richtig. Ne? Nicht mal eine Woche im Team und da willst du mir direkt das antun. Uwe sagt immer, das ist nämlich das, was er sich gönnt. Eine Pizza Hawaii. Smileys mit Punkt-Punkt-Dip, meinte er, ganz wichtig. Sonst gibt's Ärger. Und von Smileys, sonst gibt's auch Ärger. Mach lieber ganz viel Dip. Ich probiere jetzt mit Ananas direkt, weil ich will es einfach hinter mich haben. Kann sein, dass ich die Ananasstücke später runternehme, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ananas ist ja... süß. Wie Obst. Gemüse, ja. Obst. Er wollte Ananas, Gemüse sagen. Ananas ist ja Obst und deswegen, warmes Obst bin ich ja eh nicht der Fan, aber warmes Gemüse auch nicht. Also allgemein gesundes. Oh mein Gott, ist es jetzt?
Ew. Die Ananas auf der Pizza ist schon anders. Nicht schön. Also die Pizza an sich kann man so machen, aber... Die Ananas schmeckt halt auch irgendwie... Eigentlich mag ich Ananas richtig gerne, aber die schmeckt halt auch echt nicht lecker. Ich habe es mir schon so vorgestellt, so eine Ananas aus so einem Döschen. Kennst du diese? Ja, Dinger, die man ja. Genau so eine Ananas ist das. Ich glaube, so eine ist das auch. Ich glaube, das ist keine frische. Guck mal, wie die geschnitten ist. Also das ist kein Gönn, das ist Demütigung. Los, beiß ab. Oh mein Gott. Uwe meinte, vielleicht hat er jetzt meine Geschmacksnerven neu entdeckt und ich merke, dass es voll mein Ding ist. Das Ding ist, es ist noch ein bisschen wässrig. Ananas hat ja Wasser, Fruchtwasser. Warum gespuckt? Und hier ist auch Fruchtwasser. Boah, ii. Noch auf der Pizza. Also, seht ihr, wie feucht diese Ananas ist? Und wenn ihr dann, ja, wenn ihr dann reinbeißt. Ew! Und das auf einer Pizza. Ich guck mal die Pfütze hier. Ananaspfütze ist das, Uwe. 3 von 10. Ich hätte jetzt sogar 1 von 10 gesagt und ich habe nur die Ananas gegessen. Ja. Ew. So Leute, für dieses Gericht hier müsste Uwe eigentlich von mir eine Anzeige kriegen wegen Körperverletzung. Wie kann man warme Ananas auf Pizza essen? Wer Team nicht Hawaii ist, macht mal eins in den Chat. Das ist euer Herz. Das war es auch schon wieder gewesen mit dem Video. Aber Freunde, nicht vergessen, Smilodogs Rabatt 30% auf alles mit dem Code WINGSTEVEN. Und nochmal zusätzlich 2 Sachen gratis bei Smilodogs. Deswegen checkt auf jeden Fall ab. Ich bin jetzt im Team Smilodogs mit Uwe, Oscar, Steve Bentin, Rico. Oh, ich feiere die Jungs. Fitnessquartier. Waren schon mal fresh im Gym. In der nächsten Zeit kommt ein bisschen mehr von uns. Deswegen gönnt euch Wing Family die ganzen Sachen. Irgendwann sehen wir uns hoffentlich alle gemeinsam mit den Klamotten auf der FIBO. Das war schon wieder gewesen mit dem Video. Peace out, ich küsse euer Herz. MyProtein Sale auch am Start. Könnt ihr euch natürlich auch gerne. Alles in der Videobeschreibung. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann irgendwann mal wieder heißt. Probiert.